Hallo und willkommen zu meinem Video über IQ Option. In diesem Video möchte ich vor allem auf die Neuerungen bei IQ Option eingehen. Ich habe bereits einige Videos zu IQ Option gemacht. In dem heutigen Video geht es um die Veränderungen, die in den letzten Tagen und Wochen vorgenommen wurden und in den nächsten Wochen noch vorgenommen werden. Davon ist die größte Veränderung sicherlich das Wegfallen binärer Optionen für europäische Trader. Für alle persönlichen Trader fallen binäre Optionen mittlerweile weg, seit dem 2. diesen Monat. Es gibt Möglichkeiten, sich zu einem professionellen Trader klassifizieren zu lassen. Allerdings ist es nicht so einfach. Also muss zwei von drei Bedingungen erfüllen. Die erste ist, dass man mehr als 150 Euro pro Transaktion in CFDs oder Optionen durchschnittlich 10 Mal pro Quarter für ein Jahr lang getätigt hat. Das ist noch relativ einfach zu erfüllen, wenn man länger bei IQ Option war. Das zweite ist, dass man insgesamt Kapital besitzt. Dazu gehört Cash und finanzielle Instrumente, also gekaufte Währungen, Gold und so weiter, das eine halbe Million überschreitet. Und das Letzte ist, dass man nachweisen kann, dass man mindestens ein Jahr in dem Finanzsektor in der professionellen Position gearbeitet hat. Die letzten beiden sind nicht so einfach zu erfüllen. Das Erstere ist verhältnismäßig einfach. Das kann man auch bis nächstes Jahr theoretisch erreichen, wenn man will. Die beiden sind da ein bisschen komplizierter und schwerer. Es könnte sein, dass es hier noch eine Möglichkeit drumherum gibt, indem man eine Firma eröffnet und eine Trading Company eröffnet. Da bin ich mir aber nicht sicher. Wer da Interesse hat, der kann da selbst mal gucken. So, dann haben wir hier die Oberfläche von IQ Option. IQ Option bietet jedem ein kostenloses Demokonto an. Einfach anmelden, dann kann man das benutzen. Hier kann man den zu handelnden Wert aussuchen. Hier sind die Rohstoffe neu dazugekommen heute. Platin, Benzin, Gold, Silber, Weizen, Rohöl, zwei verschiedene, Kupfer und Mais. Hier sind ETFs, sind momentan nur zwei Stück. Kryptowährung als CFD. Hier sind Aktien, da sind heute auch wieder eine Menge dazugekommen. Ne, falsch. Entschuldigung, heute nicht, aber wie man hier zum Beispiel sieht, gibt es auch Fußballvereine hier zum Handeln. Hier und hier ist das, glaube ich, auch einer. Hier haben wir Forex-Paare. Hier sind heute 40 neue dazugekommen. Sehen wir auch hier, dass der Spread nicht allzu hoch ist. Hier. Hier kann man also den Wert wählen. Man kann mehrere Charts nebeneinander haben. So zum Beispiel. Hier kann man die Art des Charts einstellen. Haben wir hier Taigen Ashi. So. Hier kann man Indikatoren hinzufügen. Da sind jetzt kürzlich auch der hier dazu gekommen und die zwei. Die sind neben dran auch nochmal schön erklärt. Hier kann man die Zeitstückelung eingeben. 10 Sekunden gehen hier zum Beispiel auch. Je nachdem, was man handelt und in welchem Zeitrahmen man handeln will, ist es ganz praktisch. Und hier haben wir schließlich noch die wichtigsten Zeichenwerkzeuge, wie zum Beispiel das Fibonacci-Retracement.
Das sind erstmal so die Grundfunktionen bei IQ Option. Man findet hier neben dran eine laufende Position, die findet man unter Bestand. Unter Handelshistory findet man die letzten Positionen. Ich habe hier jetzt ein neues Demokonto, das ist noch nicht viel gehandelt. Hier findet man Chat. Hier findet man die Top Trader. So, das sind die sogenannten OTN-Token. Die gab es hier mal eine Weile als Bonus. Das ist das Open Trading Network. Das soll mehrere Anbieter verbinden und eine Kommunikation zwischen beiden schaffen. Die kann man hier verwenden, um die Provision zu zahlen beim Handeln. Man kann die woanders kaufen oder auch hier kaufen. Der Preis verändert sich. Der Börsenkurs ist hier 1 Euro. Die interne ist 17. Also den woanders zu kaufen und hier für die Provision zu nutzen, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Dann spart man eine ganze Menge. Hier ist die Marktanalyse. Für den verschiedenen Aspekten, verschiedenen Märkten. Hier findet man Ausbildung. Insgesamt 115 Videos zu Optionen. Gut, das ist nicht mehr relevant. Kryptowährung, Forex und so weiter. Und hier findet man letzten Endes die Hilfe. So viel dazu erstmal. Kommen wir jetzt zum Forex-Handel oder zum CFD-Handel bei IQ Option. Wie wir sehen, gibt es hier einiges zum Handeln. Auch die Kryptowährungen werden als CFD gehandelt und die Rohstoffe auch. Nehmen wir einfach mal australische Dollar, US-Dollar zum Beispiel. Dann sehen wir hier den Betrag, den wir riskieren. Das ist 1, das Minimum. Wir können hier einen Multiplikator auswählen. Das wird sich nächsten Monat drastisch reduzieren für private Trader. Aber momentan geht noch bis 300. Und wir können hier definieren, wann die Position geschlossen wird, bei welchem Gewinn oder bei welchem Verlust. Wir können auch die Position offen lassen. Ist aber nicht unbedingt zu empfehlen. Beziehungsweise hier riskiert man auch nur den Betrag. Und wir können einen Trailing Stop setzen. Das heißt, dass der Stop Loss, also der Verlust, das Verlustlevel, wenn sich der Preis in die richtige Richtung, also für uns bewegt hat, hinterhergezogen wird. Wenn der Preis dann irgendwann seine Richtung ändert, erwischt er den Stop Loss, beendet die Position. Ist dann aber hoffentlich im Gewinn schon. Das gibt es hier zum Forex-Handel noch. Hier kann man, wie gesagt, Verlust und Gewinne angeben, entweder prozentual, in Geld oder im aktuellen Preis. Im Kurs, wenn man so will. Ja, dann muss man nur noch hier kaufen. Dann hat man hier die Position. Hier kann ich das Limit entfernen. Hier oben kann ich die Position verändern. Ich kann zum Beispiel einen Gewinn von 20% festlegen. Dann sehe ich hier oben, wenn der Preis hier oben ankommt, wird die Position geschlossen. Und ich hätte dann 20% Gewinn. Hier unten ist die automatische Verschließung. So einfach kann es sein, hier zu handeln. Wie gesagt, das Handeln birgt immer ein hohes Risiko. Man sollte das nur mit den nötigen Vorkenntnissen und mit der nötigen Erfahrung machen. Dafür gibt es erstmal ein Demokonto, das sollte man auch ausgiebig nutzen vorher. Insgesamt finde ich IQ Option sehr schön und angenehm. Ich handle Forex mit dem MetaTrader für gewöhnlich. Für Einsteiger und für kleines Kapital ist das aber sehr schön hier. Leider sind binäre Optionen, wie gesagt, mittlerweile verboten. Die darf man hier nicht mehr handeln. Es sollen aber Forex-Optionen geplant sein bei IQ Option. Da bin ich selber nicht ganz sicher. Das habe ich nur gehört. Das soll eine Mischung irgendwie sein und damit aber dann nicht verboten für die EU.
Wer außerhalb der EU lebt, der kann bei IQ-Option immer noch binäre Option und Digitaloption handeln. Leute, die innerhalb der EU leben, leider nicht. So, kommen wir nun zur Strategie. Ich habe den Chart schon mal vorbereitet. Da haben wir erstmal Heiken Ashti Candles an Indikatoren. Haben wir einmal Stochastik-Oszillator 13,33, das ist Standard hier. Ein Ichimoku Kinkohio, auch Standard. Und ein Baker Hight Timing mit 4,8, ist hier auch Standard. Das kann man mit Sicherheit noch ein bisschen optimieren, je nach Chart, den man handeln will. Und auch je nach Zeitrahmen eventuell. Ich habe jetzt den 30-Minuten-Zeitrahmen. Wenn man CFD handelt, dann sind die Preisunterschiede entscheidend. Da macht ein größerer Zeitrahmen Sinn. Man sollte eigentlich aufpassen, unter Umständen bei den meisten Währungen und anderen Werten zahlt man eine Gebühr, wenn man über Nacht handelt. So, dann habe ich Heiken Ashi, wie gesagt. Von dem Ichimoku habe ich die eine Linie und die Wolke ein bisschen angepasst. Ups. In dem Fall ist für uns die rote Linie vor allem interessant. Die rote und die blaue Linie unter Umständen. Es handelt sich bei der Strategie um eine Trendwende, Bewegungswende-Strategie, die zum Bestimmen des Take Profit eben die rote Linie nutzt. Man sieht, wenn sich der Preis im Aufwärtstrend befindet, wie hier zum Beispiel, dann befindet er sich sowohl über der Wolke, als auch über der roten, als auch über der blauen Linie. Wenn der Preis nun die blaue Linie nach unten bricht, beginnt eine Abwärtsbewegung, die gerne mal bis zur roten geht, nicht immer, aber es kommt öfter vor. Die Idealsituation für die Strategie ist genau dieser Punkt hier. Der kommt nicht oft vor, aber dafür kann man hier eine große Spanne an Gewinn machen. Wie gesagt, die sichere Variante wäre bis zu der Linie an dem Punkt. Das ist schon ein bisschen was. Man kann sich mit einer kleinen Position auch trauen, bis zur Wolke zu handeln. Das sollte dann aber am besten mit dem Trail, mit einem Trailing Stop verbunden werden. So, wenn ich hier näher ranzoome, noch kurz zur Bedienung. Hier kann man die Einstellung der Indikatoren ändern, hier die Indikatoren hinzufügen. Auch hier kann man die ändern und löschen. Das gleiche gilt hier für die Zeichentools. So. Im Idealfall, wie gesagt, warten wir auf eine starke Bewegung in eine Richtung mit vielen roten Kerzen bei einem Abwärtstrend, wie hier zum Beispiel. Wenn die Kraft im Trend nachlässt, dann werden die Körper der Kerzen der Heiken Ashi immer kleiner. Das signalisiert oft eine Trendwende, nicht immer, das kann auch das Fortführen eines Trends bedeuten. Aber wir warten auf so eine Kerze oder eine ähnliche Kerze. Außerdem sollte die Stochastik sich im überkauften oder überverkauften Bereich befinden, so oder so. Und das Baker-Hight-Timing sollte sich innerhalb des grünen Bereichs befinden beim Abwärtstrend oder innerhalb des roten beim Aufwärtstrend. Das ist hier alles der Fall in dieser Kerze. Hier unten sollte es ähnlich wie hier aussehen, auch eine rote Kerze und auch ein kleiner Körper. Wenn das alles zutrifft, dann warten wir auf eine Kreuzung in der Stochastik. Im Idealfall sollte die Linie gekreuzt werden, also die überverkauft Linie. Hier. Außerdem sollte das Level gebrochen werden. Hier.
Und die Kerze sollte etwa dergleichen, also einen großen Körper haben, der sich in die andere Richtung bewegt. Dann wäre in dem Moment, ich zeichne das mal ein, wäre etwa in dem Moment der Trade bis hierhin geöffnet. Das wäre hier noch nicht erreicht worden, aber hier dann, oder hier glaube ich schon. Na, zack. Und das Stop-Loss. Der wird an der letzten, am letzten Tief gesetzt. Das wäre dann hier. Das heißt auch, man hat eine recht geringe Verlustdistanz. Die kann man mit einem Trailing Stop, wie gesagt, noch verkürzen. Und man kann die Position in zwei teilen und einmal die rote Linie und einmal die Wolke nehmen. So viel zur Strategie von dem Ichimoku Kinkohio. Da findet man noch einen Artikel in der Beschreibung des Videos weiter unten. In seichteren Momenten. Sekunde. Hier sollte man nicht handeln, wenn es keine Marktbewegung gibt. Das ist immer schlecht eigentlich. Wenn die Kreuzung oberhalb der Extrembereiche oder unterhalb des Extrembereichs ist und hier das gleiche, dann ist das Ganze ein klein wenig riskanter. Wie man sieht, hätte das hier aber auch wunderbar geklappt. Bis zur Wolke und noch weiter. Hier ist der nächste Fall. Auch hier ist das hier nicht ganz berührt. Und wir haben die kleine Kerze nicht. Aber auch hier sieht es ganz gut aus. Man muss halt aufpassen, dass man nicht solche Bereiche erwischt. Wenn sich der Preis innerhalb der Wolke befindet oder nicht weit entfernt von der Wolke ist, ist immer ein bisschen Vorsicht geboten. Als zweite Strategie kann man allerdings das Durchbrechen der Wolke handeln. Das kann man wie meine Price-Action-Strategie handeln. Die findet man in meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.